Ja, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Und ich möchte am Anfang noch kurz beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir zusammenkommen dürfen in deinem Namen. Und ich möchte einfach die Predigt noch in deine Hand legen. Ich bitte dich darum, dass du einfach kommst und mich erfüllst und dass du die Herzen der Menschen öffnest, auch mein Herz öffnest und dass du durch mich redest, Herr, dass du deine Botschaft weitergibst und dass die Botschaft uns verändert, dass dein Wort uns verändert und Leben schafft, Herr Jesus. Amen. Danke. Ja, ich habe ein bestimmtes Wort aufs Herz gelegt. Also es geht im weitesten Sinn um Einheit und möchte einfach euch ein paar Gedanken dazu mitgeben. Und zwar kennen wir alle einen besonderen Psalm. Das wäre der Psalm genau 133. Lese euch das mal vor. Segen der brüderlichen Eintracht. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Also wir sehen hier, dass es eigentlich im Sinne des Herrn ist, dass er Einheit unter den Geschwistern schafft, also unter den Brüdern, unter den Schwestern. Und wir wissen aus eigener Erfahrung, dass das oft schwierig ist, dass das oft nicht einfach ist, dass wir, ich sage jetzt mal, mit Brüdern und Schwestern in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus in Einheit leben dürfen. Und es gibt bei uns auch immer wieder Diskussionen diesbezüglich. Und wir hatten gerade auch diese Woche einen Eindruck, wo es um dieses Thema Einheit geht. Und ihr kennt alle auch diese Apostelgeschichte, also in der Apostelgeschichte 10, diese Geschichte mit dem Hauptmann Cornelius, wo er betet und dann plötzlich kommt ein Engel zu ihm und dann sagt er, er muss seine Männer aussenden und Petrus holen. Und wir wissen, das war noch eine Zeit, als Petrus einfach die Überzeugung hatte, dass Jesus nur gekommen ist für die Juden. Und Gott musste ihm zuerst zeigen, dass er nicht nur für die Juden gekommen ist, sondern auch für die Heiden. Und er hat ihm das dann mit einer Vision offenbart. Wir kennen alle diese Vision, da ist so ein Tuch vom Himmel herabgekommen und das war gefüllt mit verschiedenen Tieren, also mit Vögeln, mit kriechenden Tieren, mit vierfüßigen Tieren und eigentlich alles unreine Tiere. Und der Herr hat ihm hier gezeigt, ich möchte euch das vorlesen, ganz kurz, also in der Apostelgeschichte Kapitel 10, Abvers 10. Und als Petrus hungrig wurde, wollte er essen, während sie ihm aber etwas zubereiteten, geriet er in Verzückung. Also er hatte so, ich sage jetzt mal, war im Geist und der Herr hat ihn hier in eine Vision hineingeführt und hat ihm Folgendes gezeigt. Und er sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen, an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Also wir sehen hier, dass der Petrus wirklich Mühe hatte. Also ich glaube, er war ein Mann, der Gott gehorchen wollte, bis ins letzte Detail ihm nachfolgen wollte. Er war wirklich ein Jünger des Herrn. Aber hier hat Gott etwas von ihm verlangt, das ihm Mühe bereitet hat. Er hat gesagt, oh nein, Herr, bitte verlang das nicht von mir, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Also für ihn war diese Vorstellung, dass er jetzt quasi diese unreinen Tiere essen sollte, war für ihn irgendwie etwas, dass ihn eigentlich völlig gegen seine Vorstellung ging, von dem, wie er sein geistiges Leben führen sollte. Und dann heißt es weiter, und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Also hier hat er gemerkt, dass Gott über diese, ich sage jetzt mal, also wir sehen dann weiter, es ging eigentlich hier nicht um Speisegebote, sondern es ging darum, dass der Herr gesagt hat, er soll sich darauf einlassen, wenn er eingeladen wird von Heiden, dass er zu ihnen predigt, dass er dort einfach das Evangelium verkündigt. Und eben Petrus musste davor vorbereitet werden, dass Gott ihm gezeigt hat, ich bin nicht nur gekommen für die verlorenen Schafe des Hauses Israel, sondern auch für die Heiden, die eben wohlgefällig leben möchten. Und das war für Petrus wirklich eine Revolution, dass er das erkannt hat. Und Gott hat ihn ermahnt und hat gesagt, was ich für rein erklärt habe, das sollst du nicht verboten nennen. Und wir können das vielleicht auch übertragen, einfach auf unser Leben, wenn wir manchmal Mühe haben mit anderen Christen, vielleicht mit Leuten in der Gemeinde, manchmal auch mit Leuten außerhalb der Gemeinde, die andere Überzeugungen haben, dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und ich möchte euch hier einfach ein paar Gedanken mitgeben.
Also zunächst einmal denke ich mir, dass eben nicht alle Christen gleich sind. Und es ist auch so, dass eben, wenn wir so die ganze weltweite Gemeinde ansehen, dann leben viele Christen unterschiedlich in verschiedenen Bereichen. Hängt auch ein bisschen von der Kultur ab, in der wir aufgewachsen sind. Und wir kennen ja auch dieses Beispiel von Töpfer und Ton. Also der Herr nimmt jeden von uns, wir sind so wie ein Ton vorkommen, und er nimmt uns heraus aus der Erde und er macht aus uns ein schönes Gefäß oder möchte ein schönes Gefäß aus uns machen. Und am Ende, wenn das Gefäß fertig ist, sieht man immer noch diese Beschaffenheit des Tons. Also mancher Ton ist etwas heller, etwas rötlich, vielleicht etwas dunkel. Und man kann sagen, auch wenn der Christ relativ vollkommen geworden ist, ist es so, dass man immer noch diese ursprüngliche Beschaffenheit in ihm sieht, vielleicht immer noch eine bestimmte kulturelle Färbung in ihm erkennen kann, und das macht auch bestimmte Unterschiede einfach dann in unserem christlichen Leben aus. Und es ist auch so, wenn zum Beispiel Juden Christen werden, also dann werden sie ja quasi messianische Juden, weil sie an Jesus glauben, weil sie daran glauben, dass Jesus der Messias ist, und die leben ja oft dann auch in ihrer Tradition weiter. Das heißt, sie erkennen viele Dinge im Alten Testament, die Jesus bereits erfüllt hat, und sie möchten dann entsprechend auch, ich sage jetzt mal, ihre jüdische Tradition irgendwie entsprechend weiterleben, und ich glaube, es ist auch in Gottes Sinne, dass sie das machen, zum Beispiel wie sie ihre Feste dann feiern, wie sie das Passafest feiern, wie sie das Pfingstfest, das Schavottfest feiern, das Laubhüttenfest feiern und so weiter. Und ich denke mir, wir als gläubige Christen machen das anders. Also für uns sind diese Feste auch wichtig, weil der Herr sagt, ich habe sie euch als ewige Feste gegeben, aber da gibt es verschiedene christliche Gemeinden, die eben das Passafest sehr intensiv feiern oder das Pfingstfest, und andere sehen das wieder ein bisschen anders. Also wir sehen, es gibt hier einfach bestimmte Unterschiede, und es gab zum Beispiel in Waco, gibt es auch zweimal im Jahr eine Konferenz, und die ist einerseits zum Zeitpunkt des Passafests, dort wird auch immer das Abendmahl mitgefeiert, weil das einfach auch mit dem Passa zu tun hat, und auch zur Zeit des Laubhüttenfestes. Und ich denke mir, dass das auch eine Form ist, wie wir diese Feste, diese jüdischen Feste feiern können, die ja auch für uns gültig sind. Aber ich denke mir, dass wir sie wahrscheinlich etwas anders feiern werden als die messianischen Juden. Es gab damals in der Apostelgeschichte eine Diskussion, und dort war die Frage, müssen die Heiden Juden werden, um Gott zu gefallen? Also inwiefern müssen Heiden, wenn sie wirklich Gott nachfolgen, die jüdische Tradition annehmen, das jüdische Gesetz halten und so weiter? Und ich kann euch hier ein bisschen was vorlesen. Es geht hier um diese Apostelversammlung in Jerusalem. Das steht in der Apostelgeschichte ab Vers 15. Genau. Und hier ist es so, genau, Entschuldigung, Kapitel 15 ab Vers 7. Es gab hier dann entsprechend Streitereien, weil eben manche haben das so gesehen, dass sie das Gesetz entsprechend alttestamentlichem Gesetz halten sollen, andere haben es wieder anders gesehen. Und jetzt hat Petrus hier im Vers 7 das Wort ergriffen, und er sagt hier, als man sich aber lange gestritten hatte, also ihr seht, es gab verschiedene Diskussionen, es gab unterschiedliche Ansichten von verschiedenen Leuten, die ja auch, ich sage jetzt mal, geistig reif waren, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Also ich denke mir, ist eine gewaltige Aussage, die Petrus auch hier trifft, dass er sagt, dass er zu diesen alteingesessenen jüdischen Menschen sagt, weil das die meisten Apostel damals waren ja noch, also sind eigentlich alles Juden gewesen, und er hat gesagt, Gott hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns Juden, die wir eigentlich das, ich sage jetzt mal, das Volk sind, das auserwählte Volk, und den Heiden, die sich eben für Jesus Christus entscheiden. Und dann sagt er hier im Vers 10, warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass er ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie.
Das heißt, er hat gesagt, die Errettung, quasi die Erlösung, das Seligwerden, kommt nicht durch das Halten der Gesetze, der Gebote, wie es eben hier einige Pharisäer davor verlangt haben, sondern es kommt durch die Gnade und durch den Glauben an Jesus Christus. Und wenn wir weiterlesen, hat zum Beispiel auch Paulus und Barnabas dann erzählt von den Wundern, die Gott unter den Heiden getan hat. Also er hat gesagt, Gott hat sich erwiesen, mächtig erwiesen und ist auch ein Zeichen dafür, dass er die Heiden angenommen hat, indem er einfach unter ihnen wirksam ist, indem er Zeichen und Wunder tut, indem er sie mit dem Heiligen Geist tauft und so weiter. Und es heißt dann weiter, dass Jakobus aufgestanden ist und er hat dann gesagt im Vers 13, danach, als sie schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Und dazu stimmen die Worte der Propheten, wie geschrieben steht, danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten, damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen, dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der tut, was von alters her bekannt ist. Darum meine ich, dass man denen von den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache, sondern ihnen vorschreibe, dass sie sich enthalten sollen von Befleckung durch Götzen und von Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Also wir sehen hier, Jakobus hat hier ein Wort der Weisheit bekommen und er hat dann gesagt, eben das, was Petrus sagt, das, was Paulus sagt, stimmt mit den Schriften des Alten Testaments überein. Es ist bereits von Amos geschrieben worden, dass eben in diesen letzten Tagen der Herr die Hütte Davids wieder aufbauen wird und dass dann eben die Menschen erkennen sollen, dass, ich sage jetzt einmal, Gott nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden gekommen ist. Und er hat dann diese Frage dadurch beantwortet und gesagt, ja, was sollen wir jetzt machen? Inwiefern sollen sie die Gebote des Alten Testaments halten? Und er hat gesagt, ja, wir selbst konnten sie ja nicht halten. Das ist ein Joch, das für uns irgendwo nicht möglich ist, es in eigener Kraft zu halten, sondern er hat gesagt, sie sollen sich enthalten von Befleckung durch Götzendienst, von Unzucht, von Ersticktem und vom Blut. Also ihr seht hier, es sind bestimmte Gebote gegeben worden, die jetzt einfach so als Minimum da sind. Und wir wissen, dass der Herr ja die Gebote Gottes, das Gesetz Gottes in uns hineinlegt durch seine Gnade, dass er das sein Wort in unsere Herzen hineinschreibt. Aber er hat gesagt, wir dürfen den Leuten quasi kein gesetzliches Joch auflegen, das wir selbst nicht tragen können und selbst nicht erfüllen können. Und ja, also was ich noch generell aufs Herz bekommen habe, dass wenn wir jetzt von Wahrheit sprechen, dass, was ist die Wahrheit? Also wir streiten uns oft oder es wird oft, gibt viel Diskussionen über Wahrheit. Und wir wissen, die Summe des Wortes ist Wahrheit. Aber diese Wahrheit wird, wenn wir die weltweite Gemeinde ansehen, oft unterschiedlich ausgelegt. Es gibt unterschiedliche Schwerpunkte und es gibt verschiedene Denominationen. Also wir kennen die katholische Kirche, die evangelische Kirche, die Pfingstbewegung und so weiter. Also es haben verschiedene Bewegungen immer wieder unterschiedliche Schwerpunkte gelegt. Und man könnte so den Eindruck haben, dass der Leib Christi zerteilt ist. Also dass der Leib Christi in irgendeiner Form, ich sage jetzt einmal, ja, gespalten ist, getrennt ist und manche können miteinander besser als andere. Die Frage ist, was möchte der Herr? Und die Frage generell ist, was ist überhaupt die Gemeinde? Also die Gemeinde, denke ich mir, ist das Haus Gottes und sie ist so lange Gemeinde, also eine, ich sage jetzt mal, eine Gemeinde ist so lange die Gemeinde Gottes, solange sie am Wort bleibt. Also ich denke mir, viele Glaubensrichtungen haben sich bereits so weit vom Wort weg bewegt, dass man sie eigentlich nicht mehr Gemeinde Gottes bezeichnen kann. Und also viele Gruppen haben sich eben relativ weit vom Wort weg bewegt. Das Evangelium ist stark verwässert und einfach durch den Geist der Welt, durch eine falsche Toleranz, durch den Geist des Humanismus. Und wir wissen, Jesus selbst hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Und die Frage ist immer für uns, mit wem können wir denn irgendwie Gemeinschaft haben? Also mit wem können wir als christliche Gemeinde oder als einzelne Gemeinschaft haben? Wo erkennen wir, dass, ich sage jetzt mal, Gott wirksam ist oder nicht? Und wir wissen ja, es gibt verschiedene, ich sage jetzt mal, Glaubenslehren, die immer wieder zu Diskussionen führen, die immer wieder, ich sage jetzt mal, eben zu Streit führen. Und ich glaube, es ist auch gefährlich, wenn wir versuchen, mit allen
Beziehung zu haben mit allen irgendwo, sage ich jetzt mal, eine eigene Einheit zu bauen, die eigentlich Gott gar nicht möchte. Und deshalb, glaube ich, müssen wir immer einfach aufpassen, mit wem möchte Gott uns zusammenfügen und uns einfach dort von ihm führen lassen. Wir wissen, der Teufel, unser Feind, unser Widersacher, er heißt ein Lügner, er ist der Vater der Lüge und er tritt oft auf als Engel des Lichts. Das heißt, es gibt verschiedene religiöse Mächte, die eben sehr gut aussehen, aber teilweise auch Wunderwirkungen machen, aber eben nicht vom Herrn sind. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier den Geist der Unterscheidung brauchen. Wenn wir so die unterschiedlichen Gemeinden oft ansehen, denke ich mir, gibt es zwei Hauptrichtungen, in die eigentlich vielleicht die Wahrheit oft verzerrt wird. Also es kann zum Beispiel sein, dass das Gesetz überbetont wird. Es kann auch sein, dass die Gnade überbetont wird. Das haben wir von Engelbert auch schon öfter gehört. Zum Beispiel die Bewegung der Pharisäer damals war sehr nahe am Wort. Sie haben das Wort geliebt. Sie haben im Prinzip wollten, ich sage jetzt einmal, Gott gefallen, indem sie die Gebote gehalten haben, waren sehr streng, haben einen sehr hohen Standard an sich selbst gelegt. Paulus zum Beispiel war ein Pharisäer. Und dort ist die Gefahr, dass man eben versucht, das Gesetz in eigener Kraft zu halten, dass man irgendwo eben dann gesetzlich wird und versucht, mit eigener, ich sage jetzt mal, Anstrengung das Gesetz Gottes umzusetzen. Und dass man das bei sich verlangt und auch bei anderen verlangt. Die andere Versuchung ist die der Sadduzäer. Das heißt, dass man eigentlich sehr liberal ist und die Gebote nicht so wichtig nimmt und eigentlich sagt, ja, eigentlich die Gnade überbetont und sagt, ja, eigentlich kann man leben, wie man will. Gott ist sowieso gnädig. Und wenn du daran glaubst, dass dir der Herr ewiges Leben geschenkt hat und du sowieso in den Himmel kommst, ja, warum sollst du dich denn noch bemühen und wirklich dem Herrn nachfolgen? Du kommst ja sowieso in den Himmel, du kannst ja dein Fleisch genießen, du kannst so ausleben, wie du möchtest. Aber das ist eben wieder die andere Versuchung, die da ist, dass wir, ich sage jetzt einmal, entweder das eine oder das andere überbetonen. Und wenn wir lesen, dass die Summe des Wortes Wahrheit ist, dann glaube ich, geht es auch darum, dass man das Ganze richtig betont. Also dass man, ich sage jetzt mal, weder ins Gesetzliche abrutscht, noch irgendwo in die liberale Seite abrutscht, sondern dass man einfach weiß, der Herr hat sein Wort in uns hineingelegt und er möchte uns immer mehr Offenbarung geben und möchte uns durch diese Offenbarung der Wahrheit immer mehr in seine Gnade hineinführen. Und ich glaube, es hängt viel mit der Beziehung ab, die wir mit Gott haben und auch untereinander haben. Also die Frage ist, wie gehen wir mit Christen um, die anders denken? Manchmal, ich sage jetzt einmal, besteht die Gefahr, dass wir einfach scharf konfrontieren, dass wir vielleicht einfach manchmal Unterschiede betonen und dann vielleicht manchmal in eigener Kraft diese Unterschiede angehen und das führt oft zu Konflikten, führt oft zu Unverständnis. Ist eine Form, wie man das machen kann. Die andere wäre, dass man sehr tolerant ist, dass man eigentlich alles akzeptiert, dass man die Wahrheit verkauft, dass man Einheit um jeden Preis schaffen möchte. Glaube ich, ist wieder die andere Versuchung. Und ich denke mir, was Gott möchte, ist, dass wir uns einfach auch in Beziehungen untereinander oder nach außen immer von ihm leiten lassen. Das heißt, wenn du jetzt in ein Treffen gehst mit anderen Christen, wenn es ein übergemeindliches Treffen ist zum Beispiel, dass du einfach davor Gott suchst, dass du betest, vielleicht auch fastest und ihn einfach fragst, Herr, was möchtest du jetzt hier? Oder ich denke mir, das sollten wir auch in jedem Gottesdienst machen, dass wir einfach fragen, wenn wir im Lobpreis sind, Herr, welche Lieder sollen wir spielen? Oder wenn du predigst, was für ein Wort, Herr, hast du auf dem Herzen? Wenn du betest, Herr, gib mir das richtige Gebet. Und so sollten wir uns abhängig machen im Gottesdienst, auch in einem persönlichen Gespräch, im Hauskreis, wie auch immer, dass wir einfach den Herrn bitten, Herr, was ist heute dran? Wir können ja nicht die ganze Bibel predigen zum Beispiel. Du kannst in einer Predigt immer nur einen kleinen Ausschnitt der Wahrheit geben. Und so sollten wir, glaube ich, auch auf andere zugehen, dass wir wirklich sagen, Herr, wir kommen in eine Gruppe, in der gibt es unterschiedliche Überzeugungen, unterschiedliche Meinungen. Wie sollen wir mit diesen Unterschieden umgehen? Soll ich vielleicht etwas ansprechen? Soll ich es vielleicht stehen lassen? Führe mich, oder? Gib mir auch die richtige Art, das anzusprechen, damit es die Leute verdauen können, dass es nicht zu viel ist. Ich denke mir, ist auch so, wenn du unterrichtest, dann musst du in der ersten Klasse anders unterrichten, als wenn du in der fünften oder siebten Klasse bist. Und wenn du in einer Schule bist, vielleicht im Gymnasium, dort sind 8 Schulstufen,
bist du manchmal in der Unterstufe drinnen. Dort musst du anders mit den Kindern umgehen als in der Oberstufe. Oder? Dort, und das musst du dich manchmal in 5 Minuten umstellen. Ist oft nicht so einfach. Und ich denke, mir ist oft hier auch schwierig, dass es einfach unterschiedliche Wachstumsstufen gibt, unterschiedliche Überzeugungen gibt, dass man irgendwie sich auf die einstellen kann. Ist oft nicht leicht. Und ich denke mir eben, dass Beziehung wichtig ist und irgendwo auch Wertschätzung. Das heißt, ich glaube, wenn die Menschen merken, dass wir sie schätzen, dass wir sie lieben, dass wir sie annehmen, dort, wo sie stehen, dann können sie von uns auch etwas annehmen. Wenn sie das nicht spüren, ist es schwierig. Wenn ich zum Beispiel mit einem unserer Kinder einen Konflikt habe, wenn es ein Problem gibt, dann ist es so, dass sie die Ohren zumachen, dann kann ich sagen, was ich will, dann sind sie verschlossen. Das heißt, irgendwo muss die Beziehung als Basis stimmen, damit sie auch ein offenes Ohr haben für Korrektur oder auch eben, wenn man ihnen irgendwas sagt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns fragen, wie sehen wir die anderen? Oder wie siehst du die anderen Christen? Wie siehst du deinen Bruder? Wie siehst du deine Schwester? Manchmal sehen wir sie bedrohlich vielleicht, manchmal sehen wir sie als Konkurrenz, manchmal sehen wir sie vielleicht feindlich. Und ich denke mir, wir müssen uns irgendwie klar machen, wir sind alle im gleichen Boot. Ich habe mal eine Geschichte gelesen von der Feuerwehr aus New York früher. Also früher war es so, die hatten keine zentrale Feuerwehr, sondern die hatten verschiedene Feuerwehren. Das waren so wie eigene Vereine. Und die haben sich gegenseitig bekämpft. Also wenn es einen Brand gab, gab es Streit, wer den Brand löschen darf. Und sie waren nicht so sehr daran interessiert, dass eben möglichst Schaden angerichtet wird, sondern sie waren daran interessiert, dass sie zum Zug kommen und nicht die anderen. Und ich denke mir, ist vielleicht unter uns Christen manchmal ähnlich, dass wir eigentlich Brände löschen sollten oder vielleicht für den Herrn ein gemeinsames Feuer anzünden sollten, egal wie wir es sehen, aber dass wir manchmal uns gegenseitig bekämpfen und nicht so sehr, ich sage jetzt mal, auf das gemeinsame Ziel achten. Und das ist oft nicht leicht. Es ist oft natürlich so, dass, ich sage jetzt mal, Unverständnis da ist, dass manchmal Menschen gerichtet haben, man muss vergeben und so weiter, immer wieder neu anfangen. Ist oft sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, dass der Herr mit bestimmten Menschen einfach Beziehung möchte. Und er möchte, dass der Leib Christi in einer bestimmten Art auch zusammenarbeitet. Ich möchte euch noch etwas vorlesen aus dem Römerbrief, Kapitel 14. Ich muss gerade schauen, wo das ist. Und zwar ab Vers 1. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Also Paulus schreibt hier, es gibt bestimmte Dinge, über die man streiten kann, aber man kann sie auch stehen lassen. Als Beispiel, der eine glaubt, er dürfe alles essen, wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Also wir sehen hier, es gab unter den Christen verschiedene Ansichten, wie man, also was man essen sollte. Also manche haben sich vielleicht noch an bestimmte Speisegebote des Alten Testaments gehalten, andere nicht. Manche haben vielleicht viel gefastet, andere weniger. Und Paulus hat hier ermahnt und hat gesagt, die einen sollen die anderen nicht verachten, sondern einfach, ich sage jetzt mal, den Sinn darauf richten, dass Gott den anderen angenommen hat. Also wenn du mit einem anderen Christen zu tun hast, auch wenn er ein bisschen anders denkt, dann richte deinen Sinn darauf, dass Gott ihn angenommen hat. Und wenn Gott ihn angenommen hat, dann möchte er auch bis zu einem bestimmten Grad, dass du ihn annimmst, auch teilweise in seiner Andersartigkeit. Es heißt dann hier auch noch im Vers 5, der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Also hier sagt er wieder, es gibt manche, die eben vielleicht manche Feiertage halten, vielleicht den Sabbat auf eine bestimmte Art betonen, vielleicht die Feste unterschiedlich feiern. Und der andere sagt, ja, jeder Tag, deine Tag ist wieder andere, das interessiert mich wenig. Und er sagt, jeder kann hier in seiner Meinung sein und es spielt vielleicht nicht so eine große Rolle. Warum? Lesen wir im Vers 6, wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn, und wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott, und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Also wir sehen, es geht vielleicht manchmal gar nicht um bestimmte äußere Formen, sondern es geht eigentlich um diese Beziehung zu Gott. Und wenn wir merken, dass jemand vielleicht bestimmte Dinge macht, die wir nicht so ganz verstehen, aber wenn wir merken, er liebt den Herrn und er, ich sage jetzt einmal, dankt dem Herrn und er
führt ein Leben eigentlich im Hinblick auf den Herrn und bemüht sich, dass wir das irgendwo auch schätzen können, auch wenn wir vielleicht manche Dinge nicht immer eins zu eins verstehen können. Vielleicht, wenn wir nach Israel in eine messianische Gemeinde gingen, würden wir vielleicht sehen, dass die manche Dinge machen, die wir überhaupt nicht verstehen können, oder? Und wenn du dann in eine palästinensische Gemeinde gehst, die gibt es vielleicht auch, also mit arabischem Hintergrund, die feiern wieder anders, haben anderen Lobpreis und so weiter und wir verstehen es nicht, aber sie dienen in ihrem Sinne auch dem Herrn. Und die Frage ist, was können wir stehen lassen, was sollten wir konfrontieren? Und ich glaube, dafür brauchen wir einfach die Weisheit des Herrn. Es heißt dann weiter, denn unser keiner lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Und es heißt dann im Vers 4, gehen wir nochmal kurz zurück. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn, er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechthalten. Also ich glaube, wir müssen aufpassen, wenn wir uns über einfach den Bruder oder die Schwester ein Urteil bilden. Die Frage ist eben, dürfen wir das? In einer bestimmten Form denke ich mir ja, oder? Wenn wir Verantwortung haben für bestimmte Menschen, sollten wir sie natürlich ermahnen, wenn sie in eine falsche Richtung gehen. Ich glaube, es ist auch Liebe. Also Liebe ist nicht, dass man die Menschen alles machen lässt und wenn man merkt, sie rennen in den Abgrund, dass man sie rennen lässt und sagt, ja, passt schon alles, mach so weiter. Ich glaube, Liebe ist, wenn man sie warnt und aufhält und wir sehen, dass Paulus hat das vielfach gemacht. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, inwiefern wir das Gericht bei anderen ansetzen. Oder Jesus hat auch schon gesagt, richtet nicht oder damit ihr nicht gerichtet werdet, mit welchem Maß ihr richtet und so weiter. Also ich glaube, es geht viel um die eigene Herzenshaltung. Wenn du Liebe hast für den anderen, glaube ich dann, und ihm das mit Liebe bringst, vielleicht versteht das nicht immer, aber dann, glaube ich, bist du auch in einer Position, dass du das machen kannst, aber auch immer wieder ihm wirklich mit Rücksprache vom Herrn, was ist dran, wie viel verträgt er, wie viel kann er jetzt aufnehmen, vor allem, wenn du jetzt nicht wirklich eine tiefe Beziehung mit jemandem hast oder wenn du vielleicht einen Christen einmal im Jahr triffst und du merkst, er hat hier bestimmte Lehrmeinungen, die eigentlich nicht wirklich passen, dann ist die Frage, wie gehst du damit um, oder? Die Frage ist, kann er das annehmen, wenn du es ihm in 10 Minuten sagst, was er vielleicht in 10 Jahren falsch gelernt hat? Da musst du dir vielleicht Zeit nehmen und musst dafür beten, dass Gott ihm die Augen öffnet, oder? Das ist oft natürlich schwierig. Es heißt dann noch im Vers 10, du aber, was richtest du deinen Bruder oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Also der Herr sagt, setz dich eigentlich nicht auf diesen Richterstuhl, das ist der Platz, dem der Herr gebührt. Und es heißt, jeder muss selbst dann vor dem Herrn Rechenschaft geben. Im Vers 12, so wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben, darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten. Also wie gesagt, ich denke mir, es gibt ein positives Richten, eine positive Form von Ermahnung, aber auch hier eben manchmal, dass es vielleicht zu weit geht, dass wir vielleicht, ich sage jetzt mal, ablehnend gegenüber anderen Kindern Gottes sind. Und ich glaube, wir müssen hier oft einfach unsere Herzenshaltung prüfen. Haben wir Liebe für die Menschen und können wir sie annehmen, weil Gott sie ja auch angenommen hat. Jesus hat sie auch angenommen. Vielleicht noch kurz im 1. Korinther 3, dort heißt es, wir kennen alle diese Bibelstelle, im Vers 13, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Also wir müssen wissen, wir werden eines Tages vor Gott stehen. Und Martin Luther hat das so ausgedrückt, dass jeder dort allein ist. Also jeder steht alleine vor dem Herrn. Und es heißt, dass dort eben unser Leben geprüft wird, unsere Motive geprüft werden. Das heißt zum Beispiel auch hier im Vers Kapitel 1. Korinther 4, 5, darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt. Der wird auch ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden.
Also ich denke mir, der Herr schaut auf unsere Herzen, er prüft unsere Herzen und manche Dinge, die vielleicht von außen gut aussehen für die Menschen, sind vielleicht für den Herrn gar nicht so gut und umgekehrt vielleicht manche, die von außen nicht so attraktiv aussehen, die sind für den Herrn sehr attraktiv. Also ich denke mir, wir müssen dort einfach aufpassen, wie wenn wir hier einfach, sage ich jetzt mal, bestimmt vorschnell bestimmte Urteile fällen und am besten ist, wir überlassen dem Herrn in irgendeiner Form dort das Urteil über andere Menschen. Wir wissen zum Beispiel auch, Paulus hat die Korinther ermahnt, er hat gesagt, vielleicht kann ich euch das noch vorlesen, im 1. Korinther 1,10, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, also hier sehen wir, Paulus ermahnte auch, er hat nicht immer nur, ich sage jetzt mal, alles gut geheißen und hat gesagt, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Also dort gab es dann das Problem, die einen haben gesagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich gehöre zu Apollos und der andere, ich gehöre zu Petrus und der andere zu Christus und hat dann gesagt, ist denn Christus zerteilt? Also ihr sollt euch nicht orientieren an einem oder an dem anderen Dienst, sondern es ist so, versucht aneinander festzuhalten. Und das gilt für die Gemeinde, dass man aneinander festhält, dass man an dieser Einheit arbeitet. Und es war offensichtlich damals nicht immer einfach und ist auch heute nicht. Und ich denke mir auch, wenn wir mit einfach Leuten von außerhalb zu tun haben, mit Christen in der Region zum Beispiel, versuchen wir aneinander festzuhalten, dort, wo wir spüren, dass Gott uns verbinden möchte. Er möchte uns natürlich nicht mit allen verbinden. Mit manchen ist es schwierig, wenn wir merken, dass jemand einfach, ich sage jetzt mal, keine gute Meinung hat, keinen Glauben hat, immer nur kritisiert, dann ist das natürlich schwierig. Aber es heißt ja auch, so viel an euch liegt, versucht mit allen Menschen Frieden zu halten. Gehen wir nochmal kurz zurück zum Römer 14. Dort heißt es Leben in der Liebe. Das wäre im 14,16. Ich muss kurz schauen. Also 1. Korinther 13. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder ein Ärgernis bereite. Also der Herr sagt, richte deinen Fokus eigentlich nicht auf den anderen und auf seine Fehler, auf das, was bei ihm nicht passt, auch wenn es offensichtlich ist, sondern versuche den Fokus auf dich zu richten, dass du deinem Bruder keinen Anstoß und kein Ärgernis bereitest, in irgendeiner Form. Das heißt jetzt nicht, dass du immer rund bist und keine Meinung hast und überall dich anpasst, kein Profil hast in dem Sinn, sondern versuch durch deinen Lebensstil, durch deinen Umgang mit anderen einfach so zu leben, dass sie dort kein Ärgernis an dir nehmen, wenn du in irgendeiner Form vielleicht dich falsch verhältst. Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass, oder gehen wir zum Vers 15, wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Also er hat gesagt, wenn du merkst, dass du jetzt eine bestimmte Freiheit hast und der andere hat die nicht, dann lebe deine Freiheit in diesem Moment nicht aus, wenn du dadurch deinen Bruder betrübst. Also er hat gesagt, verzichte, nimm dich in irgendeiner Form zurück. Und vielleicht könnte man das auch umlegen, manchmal die Speise, vielleicht manchmal die Erkenntnis, die wir haben. Die Dinge, die uns Gott gezeigt hat, vielleicht die Gaben, die wir haben, dass wir versuchen, nicht die anderen in irgendeiner Form zu überfordern, dass wir den Herrn bitten und sagen, wie viel verträgt er heute, wie viel kann ich ihm heute mitgeben, wie viel ist nützlich. Oder wenn ich jetzt, ich sage jetzt einmal, als Chemieprofessor in der Matura-Klasse bin, kann ich anders unterrichten, als wenn ich in der Unterstufe bin. Ja, weil der in der Unterstufe versteht das noch nicht. Oder da ist die Frage, der Herr muss uns zeigen, auf welcher Ebene ist der Bruder oder die Schwester, inwiefern können wir dienen, wie können wir die Wahrheit so weiterbringen, dass er einen Schritt weiterkommt. Und es ist ja auch so, dass das Ganze wachsen muss. Oder? Das heißt Schritt für Schritt. Wir können oft nicht verlangen, dass Menschen Dinge, die wir vielleicht über lange Zeit erworben haben oder bestimmte Erkenntnis, dass sie das in kurzer Zeit einfach erwerben können. Es ist oft ein Prozess, oder, der hier stattfindet. Lese euch noch vor im Psalm 139, ein Gebet von David. Dort hat David gebetet
Psalm 139, 23. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Also dass wir eigentlich dieses Gebet auch vor Gott tragen und sagen, Herr, ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass du mich prüfst, dass wir eigentlich den Fokus auf uns richten und eben nicht so sehr auf das, was die anderen falsch machen, sondern dass der Herr uns prüft, uns verändert und vielleicht auch so genießbar macht für andere, dass sie die Dinge, die der Herr uns gegeben hat, auch annehmen können. Das heißt dann auch noch weiter im Römer 15,1, wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selbst haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle, zum Guten und zur Erbauung. Also ich denke mir schon eine Herausforderung, eben nicht irgendwie, ich sage jetzt einmal, die Wahrheit verleugnen, das, wofür wir stehen, das, was Gott uns geben möchte, sondern dass wir einfach den Herrn bitten, dass er uns das Richtige zur richtigen Zeit gibt, das richtige Wort in der richtigen Situation, mit dem Ziel, den anderen zu erbauen. Oder? Ermutigung oder Ermahnung soll auch so gegeben werden, dass sie den anderen erbaut oder nicht zerstört, nicht vernichtet, sondern in irgendeiner Form aufrichtet. Wir sehen dann auch, dass Paulus dann später auch noch betet. Er hat gesagt, im Vers 7 sagt er, also Römer 15, 7, darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Und ich glaube, das ist oft eine Herausforderung, oder dass wir Menschen, die anders denken, annehmen können. Dass wir Christen, die anders denken, annehmen können. Dass wir Christen, die uns verletzt haben, die uns Unrecht getan haben, annehmen können, wieder neu anfangen können. Auch wenn wir merken, sie haben eine kritische Haltung, ist das oft natürlich sehr schwierig. Aber ich glaube, mit Gottes Hilfe geht das. Und ich habe mir noch vielleicht am Schluss noch kurz überlegt, was sind denn so oft für Streitpunkte, die wir haben? Also wenn wir gerade jetzt mit anderen Christen zu tun haben, es gibt oft verschiedene, ich sage jetzt einmal, einfach Lehrunterschiede, die es gibt. Und ich denke mir, wir können wahrscheinlich mit jedem Christen einen Kaffee trinken, auch wenn er manche Dinge anders sieht. Aber die Frage ist, mit wem kannst du wirklich zusammenarbeiten? Mit wem möchte Gott zusammenarbeiten? Wenn du zum Beispiel mit Christen zu tun hast, die von vornherein sagen, es gibt keine Heilungen mehr, es gibt keine Wunder mehr, dann ist die Frage, wie viel macht Sinn, dann mit diesen Menschen zu beten, weil es werden dann auch keine Wunder passieren. Wenn jemand nicht an Wunder glaubt und nicht an Heilungen glaubt, dann ist das blockiert in irgendeiner Form. Wir wissen zum Beispiel, Jesus hat in seiner Heimatstadt nicht viele Wunder getan wegen ihres Unglaubens. Also ich glaube, mit bestimmten Kreisen ist es schwierig, wenn sie von vornherein die Taufe im Heiligen Geist ablehnen, wenn sie von vornherein, ich sage jetzt einmal, das Sprachengebet ablehnen, genau, dass einfach ein Zeichen dafür ist für diese Geisttaufe, wenn sie die Gaben des Geistes ablehnen, wenn sie den fünffältigen Dienst ablehnen, all diese Dinge müssten wir fragen, inwiefern möchte Gott vielleicht, dass man einmal sich trifft, was auch immer, wenn mit bestimmten Brüdern kann man sich treffen, oder? Wir haben zum Beispiel auch Kontakt ich glaube, Engelbert war und Gretel bei den Gideons, und dort kommen ja auch verschiedene Christen zusammen, und mit manchen führt einem Gott zusammen und mit anderen weniger, oder? Aber ich denke mir, wir sollten offen sein, weil der Herr uns ja auch verwenden kann, um anderen damit zu dienen, um andere weiterzuführen, wenn sie vielleicht irgendwo falsch liegen. Aber es gibt hier unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Dinge, die eben immer wieder zu Konflikten führen. Zum Beispiel auch das Thema, können wir das ewige Leben verlieren? Die halbe Christenheit glaubt das. Die halbe Christenheit glaubt, wenn du eine Sünde gemacht hast und du hast sie nicht bekannt und du hast einen Autounfall, ja, dann bist du verloren. Und sind in dieser Tradition erzogen worden, die haben das immer so gehört. Die Frage ist, kannst du mit so jemandem beten, der das glaubt? Oder kannst du es stehen lassen und vielleicht sagen, wir trinken mal einen Kaffee zusammen und schauen uns wirklich die Bibel intensiv an, und dann geht das vielleicht, oder? Wenn er sein Herz öffnet. Aber ist natürlich auch eine Herausforderung. Oder das Thema der Dienst der Frau ist immer wieder ein Konflikt. Inwiefern manche denken sich, ja, Frauen können alles machen, genauso wie Männer, es gibt keinen Unterschied. Andere denken sich, ja, Frauen können im Prinzip geistig wenig machen. Die Frage ist, wo ist die Wahrheit? Oder wie gehen wir damit um? Können wir, ich sage jetzt mal, das in einer bestimmten Form stehen lassen oder auch nicht? Was ich zum Beispiel hier interessant finde,
ist, die Frage ist, wann sollten wir einen Dienst anerkennen? Wenn zum Beispiel jemand sagt, ich bin ein Apostel, ich bin ein Evangelist, ich bin ein Prophet. Die Frage ist, stimmt es oder stimmt es nicht? Und Robert Ewing hat mal gesagt, wir sollten einen Dienst anerkennen, wenn wir sehen, dass Gott ihn anerkennt. Also wenn du siehst, dass jemand die Werke eines Evangelisten hat, dann erkenne ihn an als Evangelist. Wenn du siehst, dass jemand die Werke eines Propheten hat, erkenne ihn als solchen an. Wenn jemand einfach von sich aus, ich sage mal, sich einen Titel verleiht und er hat diesen Dienst offensichtlich nicht, dann kannst du es ja stehen lassen. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Im Endeffekt ist es so, wir können Dinge anerkennen, wenn Gott es macht, und sonst ja, kannst du es stehen lassen, kannst einem natürlich auch das dann sagen, du siehst das anders. Aber ich denke mir, dass wir uns fragen müssen, wie viel Unterschied an Lehrmeinung können wir verkraften? Wie viel möchte Gott uns zumuten? Und was auch wichtig ist, damit wir für andere ein Segen sein können, glaube ich, braucht es Beziehung. Ich glaube, das ist ganz zentral wichtig. Also zunächst einmal Wertschätzung. Wie sehen wir andere? Wenn wir andere sehen, als sie sind Kinder Gottes, Gott hat sie angenommen, sie haben, manche sind vielleicht noch Kleinkinder, manche sind schon älter, manche sind Jugendliche, manche sind Erwachsene, manche sind schon reife Gläubige. Wenn wir Beziehung haben und die Menschen wertschätzen und eine dienende Haltung einnehmen, dann schaffen wir die Voraussetzung, damit sie auch von uns empfangen können, damit sie auch von uns annehmen können. Und wie gesagt, Liebe sagt dem anderen auch die Wahrheit. Also es geht nicht darum, dass man allen alles wird in dem Sinn, dass man die eigene Überzeugung verleugnet. Aber Liebe ist vielleicht manchmal auch, dass wir nicht alles, was wir wissen, dem anderen gleich sagen und versuchen, sensibel zu werden, wie viel das er verträgt. Oder wie ein Lehrer, der zuerst in der ersten Klasse unterrichtet und 5 Minuten später in der 7. Klasse, er muss wissen, wo kann ich ansetzen, damit sie weiterkommen. Wenn er den gleichen Unterricht in der 7. Klasse, in der 1. Klasse macht wie in der 7., dann werden die meisten verloren sein in dem Punkt. Oder? Was möchte Gott uns geben, dass er uns einfach weiterführt? Und ja, ich denke mir eben, dass dieses Thema Beziehung hier einfach wichtig ist, dass wir, wenn wir auch kritische Punkte ansprechen, dass wir uns einfach mit dem Herrn fühlen, dass wir den Herrn bitten, Herr, zeig uns, was dran ist, was können wir tun überhaupt, mit wem möchtest du uns zusammenführen, wo sind die Türen geschlossen, und dass wir einfach, ich glaube, wenn wir im Geist agieren, dann glaube ich, kann es auch gut funktionieren, auch wenn wir Dinge unterschiedlich sehen. Vielleicht am Schluss noch eine Bibelstelle aus dem Epheserbrief. Dort heißt es, Epheser Kapitel 4, Abvers 1, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr die Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Also Paulus ermahnt hier wieder, nicht so, dass er immer das sagt, was die Menschen hören möchten. Und er sagt dann aber, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Also dieses Wort ertragen, dort steckt ja drinnen, dass es oft nicht einfach ist. Das heißt, man braucht manchmal einen langen Atem, man muss immer wieder vergeben. Petrus hat schon gefragt, reicht 7-mal? Und Jesus hat gesagt, nein, 7-mal 70-mal. Also so viel, wir können es gar nicht. Der Herr muss uns dabei helfen. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Also der Herr ermahnt uns, denke ich mir, und sagt, ich möchte, dass ihr in einer bestimmten Form Einheit lebt, dort, wo ich euch zeige, dass ich euch Beziehungen gegeben habe, und dass ihr einfach eure Mitchristen, auch wenn sie anders denken, auch wenn sie, ich sage jetzt einmal, bestimmte Dinge wirklich anders sehen, dass wir sie als Brüder und Schwestern sehen und das sehen, was bereits da ist. Oder das sehen, dass sie Kinder Gottes sind. Und ich denke mir, wenn wir den Menschen mit Liebe begegnen, besteht die Chance, dass sie, ich sage jetzt mal, von uns etwas annehmen können. Wenn wir ihnen nicht mit Liebe begegnen, glaube ich, ist die Tür verschlossen. Also das erkenne ich bei meinen Kindern oft, wenn die Liebe nicht da ist, wenn ein Konflikt da ist, dann ist egal, ob ich laut bin oder was auch immer, wie die Stimme verändert wird, ob ich bedrohlich bin, das bringt dann wenig, oder? Also es muss zuerst die Beziehung passen, damit die Menschen empfänglich werden für das, was wir wissen, für unsere Gaben, und damit wir wirklich auch für sie ein Segen sein können. Ja. Okay, also ich hoffe, dass euch das vielleicht etwas, ja, dass ihr was mitnehmen konntet, und ich konnte euch einige Gedanken mitgeben.
Vielleicht können wir am Schluss noch beten, dass der Herr uns einfach hilft und Weisheit gibt im Umgang miteinander und auch im Umgang mit anderen Christen, mit anderen Gemeinden, mit anderen Menschen, wenn wir zu tun haben, dass uns einfach hilft, einfach dort das richtige Maß zu finden. Jesus, Herr, ich danke dir für dein Wort und ich bitte dich, Herr, dass du uns einfach hilfst, dass wir anderen Menschen mit Wertschätzung begegnen können, dass du uns einfach diese Liebe gibst und dass du uns einfach sensibel machst dafür, wie wir mit anderen umgehen können. Wenn wir merken, dass sie fehlerhaft sind, dass sie in eine bestimmte falsche Richtung laufen, hilf uns einfach den Menschen, sie mit Liebe zu ermahnen, sie mit Liebe zu ermutigen, damit sie dadurch auferbaut werden, Herr. Und gib uns auch das richtige Maß, Herr, wie auch ein Lehrer merken muss, wie viel er den Schülern zutrauen kann, wie viel sie bereits wissen, damit sie auch dort aufbauen können, anknüpfen können und dass wir sie nicht überfordern. Ich bitte dich, dass du uns einfach hier hilfst auch und dass du, wir möchten dir Beziehungen in die Hände legen, Herr, in der Gemeinde, auch darüber hinaus, Herr, mit anderen Christen. Wir bitten dich dafür, dass du diese Beziehungen segnest. Wir möchten gerade auch jetzt beten. Du weißt, dass der Engelbert, die Gretel und der Jimmy heute in eine Gemeinde nach Bregenz fahren. Wir bitten dich darum, dass du dort wirklich Segen gibst, dass du die richtigen Worte gibst, dass es eine wunderbare Beziehung gibt, Herr, und eine wunderbare Beziehung entsteht, Vertrauen entsteht und dass du eine Brücke baust, Herr, zu dieser Gemeinde und einfach den Engelbert, die Gretel, den Jimmy mächtig verwendest, dort, dass sie ein Segen sind für die Gemeinde und umgekehrt, dass sie auch ein Segen sind für unsere Gemeinde, Herr. Amen.